auch die Königin durchbohren. Ich hab es auf die Hostie geschworen. Nein, Mortimer, ich so viel Blut um mich. Was ist mir alles Leben gegen dich und meine Liebe? Mag der Weltenband sich lösen, eine zweite Wasserflut herwogend alles Atmende verschlingen, ich achte nichts mehr, eh ich dir entsage, eh nahe sich das Ende aller Tage. Gott, welche Sprache, Sir, und welche Blicke, sie schrecken, sie verscheuchen mich. Das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch nur einer. Man schleife mich nach Tyburn. Glied für Glied zerreiße man mich mit glühender Eisenzange, wenn ich dich, Heißgeliebte, umfange. Unsinniger! Zurück! Diesem liebeatmenden Munde. Mein Gott, Mortimer! Ich will dich retten, doch so wahr Gott lebt, ich will dich auch besitzen. Wo will kein Gott, kein Engel mich beschützen? Bin ich nur da, um all die Wut zu wecken? Au! Ja, glühend, wie sie hassen, lieb ich dich. Sie wollen dich enthaupten, diesen Hals, den blendend Weißen mit dem Beil durchschneiden. O, weihe du dem Lebensgott der Freuden, was du dem Hasse blutig opfern musst. Mein Unglück sollt euch heilig sein, mein Leiden, wenn's mein gekröntes Haupt nicht ist. Und du bist jetzt mal ganz still. Du schläfst noch ein bisschen und ich frühstücke. Haben wir's, okay? Puh, das Ganze vor dem Frühstück. Sandy, warum klopfen Sie immer? Ich bin doch nicht nackt. Naja, ein bisschen schon. Sandy, nie im Leben werde ich eine klassische Rolle spielen können. Nach spätestens 10 Sätzen stecke ich mittendrin in der wildesten Improvisation. Aber ist das ein Wunder, was man daraus alles machen kann? Aus so einem Schiller zum Beispiel und das Morti. Na, und Sie? Der ganz vergessen, dass heute Sonntag ist. Ja, wenn Sie mir ein Stück Brot... Brötchen geben, natürlich, bitte. Nehmen Sie Platz. Ah, aber kommen Sie nicht zu nah an Mortimer, wenn der aufwacht und merkt, dass jemand hier ist. Nein. Und ziehen Sie den Kittel aus. Der stinkt nach Chlor. Das geht nicht, Miss Lilith. Was geht nicht? Es wäre schon das dritte Mal. Ich bitte um ein Stück Brot und Sie laden mich ein. Warum? Warum? Weil ich nicht gerne alleine frühstücke. Und als Kind kriegte ich Schluck auf, wenn ich alleine frühstücken musste. Bitte? Aber nur, wenn Sie mir endlich sagen, wie ich mich einmal revanchieren kann. Sandy! Sie nehmen kein Geld. Nein, bin ich ein Bäcker? Darf ich Ihnen nicht etwas schenken? Ich hatte an Blumen gedacht, aber die Verkäuferin sagte, das sei nicht üblich. Sie haben sich schon überlegt, was Sie mir schenken könnten? Die Verkäuferin sagte Rosen. Aber nur, wenn man sehr intim ist und... Ja, und dann überreicht man sie der Dame ja nicht erst beim Frühstück. Hier ist der Kaffee. Und da liegt das eigentliche Problem. Milch? Zucker? Wenn ich gestern daran gedacht hätte, dass ich heute Rosen brauche, dann hätte ich keine gebraucht. Verstehen Sie das? Nee. Naja, weil ich dann ja daran gedacht hätte. Sonntag ist und ich deshalb einen Rosenbrauch. Wenn ich gestern nicht vergessen hätte, dass ich heute Rosen brauche und nicht vergessen hätte, dass heute Sonntag ist und ich Möchten Sie die gern haben? Wie bitte? Hier. Nein, entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, wenn ich gestern nicht vergessen hätte, dass ich heute Rosen brauche und nicht vergessen hätte, dass heute Sonntag ist, dann hätte ich nämlich... Halt. Sortieren Sie erst mal und sagen das Ganze von vorn. Ja. Wenn ich gestern nicht vergessen hätte, dass heute Sonntag ist und es keine Brötchen gibt und ich deshalb Rosen kaufen muss, dann hätte ich keine Rosen gekauft, sondern Brötchen.
hätte ich aber keine Brötchen gekauft, weil ich vergessen hätte, dass heute Sonntag ist und es keine Brötchen gibt, dann hätte ich auch keine Rosen gekauft, weil ich dann ja auch vergessen hätte, dass ich vergessen habe, Brötchen zu kaufen und deshalb Rosen kaufen muss. Verstehen Sie das? Nein. Sagen Sie es nochmal, bitte. Ja. Ich will es versuchen. Wenn ich gestern nicht vergessen hätte, dass heute Sonntag ist und es keine Brötchen gibt und ich deshalb Rosen kaufen muss, dann hätte ich keine Rosen gekauft, sondern Brötchen. Hätte ich aber keine Brötchen gekauft, weil ich vergessen hätte, dass heute Sonntag ist und es keine Brötchen gibt, dann hätte ich auch keine Rosen gekauft, weil ich dann ja auch vergessen hätte, dass ich vergessen habe, Brötchen zu kaufen und deshalb Rosen kaufen muss. Ach so, so ist das jetzt. Ja, aber ich glaube, ich werde die Idee mit den Rosen fallen lassen. Ich denke dabei an Strümpfe. Ich werde in ein Fachgeschäft gehen. Eins, zwei, drei, vier. Die Chefin war zunächst konsterniert, als ich den Fall schilderte. Aber dann hat sie ihre Kolleginnen gerufen und alle wurden sehr freundlich zu mir. Sie haben mich aufgeklärt, dass Strümpfe noch mehr Vertrautheit voraussetzen als Rosen. Ich habe gesagt, ich kenne die Dame nicht so gut. Man hat dann nach ihrer Strumpfgröße gefragt. Und ich musste bekennen, dass ich sie noch nie in Strümpfen erlebt habe. Und warum nicht? Warum nicht? Weil ich habe die Dame noch nie so intim erlebt. Dann wird es aber höchste Zeit. Haben Sie eben gesagt, höchste Zeit? Ich? Nein. Also, mir war so. Wissen Sie, ich berichte das nur, damit Sie sehen, ich habe mich wirklich intensiv um ein Äquivalent zu Ihrer Bewirtung bemüht. Sandy, wird das nie ein richtiger Mann? Aber immerhin machen Sie Fortschritte. In den letzten 2 Minuten haben Sie mehr geredet, als in den letzten 3 Monaten zuvor. Nehmen Sie keine Butter? Nein, danke. Davon werde ich dick. Sind Sie schon. Dick und verstopft. Verstopft? Ja, hier. Sie sollten mal zum Arzt gehen. Bin ich schon gewesen. Er hat mich getestet. Ich muss warten. Auf wen? Auf den Durchbruch meiner Persönlichkeit. Aha. Ja, und wann war das, dieser Test? Vor 15 Jahren. Ich war noch ein Kind. Vor 15 Jahren? Mhm. Na, da hat sich natürlich alles zusammengeballt zu einem riesengroßen Komplex. Ich habe mich damit abgefunden. Nein, Sandy, nein, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Habe ich mich damit abgefunden, Watschen in Entchen, das Watschen abzugewöhnen? Oh nein, ich bereite mich vor auf Bühne, Fernsehen und Film. Sie haben es leicht, Ihnen fällt alles zu. Ach, im Gegenteil. Ach, lassen Sie nur, durchgefallen, geht schon, durchgefallen bin ich bei der Prüfung. Obwohl mir der Prüfungsdirektor gesagt hat, ich sei die originellste Penthesilea, die mir vorgesprochen hat. Können Sie mit ein? Ja, sehen Sie, Sandy, so leicht gibt man nicht auf. Das geht schon. Man kann das nicht erzwingen. Ja, naja, vielleicht nicht allein, aber wenn Ihnen jemand hilft. Wer? Wer? Eine Frau zum Beispiel. Frauen. Ach, mögen Sie wohl nicht? Ich hasse sie. Alle? Alle. Außer Ihnen. Na ja, wahrscheinlich, weil Sie keine andere kennen, außer mir. Und die liebe Mrs. Peterson unten. Oder können Sie die nicht auch nicht leiden? Die räumt so brav bei Ihnen auf. Ich hasse besonders die Alten. Ach, ist Ihnen mal was Schreckliches passiert? Ich meine, besonders mit Alten? Ja. Heute Nacht habe ich geträumt, ich hätte sie ermordet. Mich? Nein, Mrs. Peterson. Leider war es nur ein Traum. Ach, ja? Moment. Oh. Bin ich im Wahnwitz? Was? Kam nicht eben jemand vorbei und rief, die Königin sei ermordet? Ja, Elisabeth. Wer? Auf der Londoner Straße. Aber der Stoß ging fehl. Moment, ja. Moment, muss erst mein Büro aufsetzen. Studio Lilith? Ach, Nicole. Ja? Ja, was ist denn? Ach, der Herr Papa, natürlich, natürlich. Es war doch vorauszusehen, dass er dich sucht. Wo ist er denn jetzt? Das ist gut. Das ist sehr gut. Auf dem Weg zu mir. Ja, gut. Was bist du? Aufgeregt? Ach, Quatsch. Nimm eine Tablette. Ja, natürlich. Wir bleiben in Verbindung, ja? Also, bis dann. Ja, tschüss. Oh, 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 Verzeihung. Oh, Gottchen. So. Oh. Hm.
Nein, nein, die. Ja, ich hol was zum Kühlen. Hm? Das war eins von meinen Entchen. Mein Bestes. Vor 14 Tagen ausgerissen aus einem Internat. Und jetzt sucht sie der Vater? Ja, will sie wieder zurückholen und wegschließen. Wenn sie minderjährig ist, kann sie ihr Vater zwingen? Ach, dazu der Ärmste viel zu viel Geld. Skandal oder Polizei kann der sich nicht leisten. Ah. Oh, Entschuldigung. Ob er das schon ist? Nein, 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 haha, Sie bleiben hier. Das macht ihn unsicher. Moment. Mann, oh Mann. Gut sieht er aus. Oh, faszinierend. Aber das will nichts heißen bei mir. Ich finde alle Männer mit Geld faszinierend. Oh, Sandy, drücken Sie mir den Daumen, dass ich gut bin. Naja, ich habe sowieso nur diesen. Ach, wäre ich endlich doch ein richtiger Mann, der das kann, was ein Mann vor allem als Mann kann. Also das, was ich hasse, ich hab Angst, man sieht mir die Angst davor an. Ach, ich wehr mich so sehr, aber irgendwann bin ich mal dran. Ob blond, ob braun, ich hasse alle Frauen, sie sind so süß. Ich ging gern ran und fang zu zittern an, wenn ich sie grüß. Ja, das beton ich, Frauen bedrohen mich, sie verrohen mich. Ich bete oft, Gott verschon mich, geb ich mich einer hin, geb ich mich auf. Geb ich mich einer hin, geb ich mich auf. Bitte? Ja, Brown, Sandy Brown. Donald. Und sind Sie wohl die Inhaberin dieses Institutes? Ganz recht. Soll ich Ihnen den Hut abnehmen oder pflegen Sie es selbst zu tun? Ich habe wenig Zeit. Ja, trotzdem. Oh, vielen Dank. Wissen Sie, wenn mich jemand besucht oder um Missverständnis vorzubeugen, ich bin nicht hier, um Sie zu besuchen. Um Missverständnissen Ihrerseits vorzubeugen, ich hatte doch nicht die Absicht, Ihnen mehr als eine Tasse Kaffee anzubieten, denn ich nehme an, Sie haben noch nicht gefrühstückt. Ich schließe das aus Ihrer Laune, die nicht besser ist als Ihr Benehmen. Sie bilden also meine Tochter Nicole aus, ja, als meine Dame, unter der Bedingung hinterher 3 Monate für Sie zu arbeiten. Ganz recht. Ich hole jetzt meine Tochter ab und möchte Sie für Ihre Bemühungen entschädigen. Ich brauche nicht zu sagen, dass Sie auf diese Vergütung kein Einrecht haben. Meine Tochter hat diese Eskapade ohne meine Billigung unternommen. Und Sie wussten das. Soll es ein Vorwurf sein, dass ich mich um Nicole gekümmert habe? Warum haben Sie sie nicht zurückgeschickt? Zu Ihnen? Man hat sie mir so geschildert, wie sie sind. Möchten Sie den Scheck oder nicht? Nein. Ich möchte gern, dass Sie einsehen, dass Nicole keine Angelegenheit ist, die man bereinigen kann, mit oder ohne Scheck. Wollen Sie mich daran hindern? Ja, gegebenenfalls. Und wie denn? Ach, ganz einfach. Wie wär's mit einer Geschichte der Exkursion der Nicole Donald in einer unserer Illustrierten mit einem dieser Fotos auf dem Titel? Ja, Sie können die Fotos behalten. Hier ist noch eins, denn ich hab den Film. Mademoiselle. Lilith. Lilly, ja. In gewisser Weise imponieren Sie mir. Ein Kompliment, das ich Ihnen leider nicht zurückgeben kann. Aber das finde ich recht primitiv. Eine Erpressung. Oh, Nicole in einem Internat einzupökeln, finde ich recht primitiv. Und eine Erpressung. Also schön, was kostet dieser Film? Oh, nein, nein, nein. Wenn ich auf diese Weise Geld an Ihnen verdienen wollte, hätte ich es doch längst getan. Nein. Ach, kommen Sie, Sandy. Wir frühstücken noch ein bisschen. Er ist noch nicht so weit. Er ist übrigens auch sowas wie Sie. Chemiker, nur eben ganz oben. Unternehmer. Ui, hoppala. Studio Lilith? Ach, Nicole. Ja, ja, er ist da. Na, genau so, wie du mir beschrieben hast. 2-mal musste ich ihn bitten, den Hut abzunehmen. Jetzt hat er ihn schon wieder auf. Nein, nein, der Anfang war ein bisschen kritisch. Jetzt, och, sieht er eigentlich ziemlich belämmert aus. Nein, ganz im Gegenteil, ich finde ihn süß.
Nur eben keine Manieren. Nein, aber das kommt noch. Ja, wir bleiben in Verbindung, hm? Was? Ja, ja, will ich gern bestellen. Also, bis dann, ja. Tschüss. Küsschen von Nicole. Küsschen? Ja. Also, wie gesagt, ich bin gekommen mit etwas unklaren Vorstellungen über Sie und Ihr Institut. Vielleicht habe ich mich geirrt. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich kenne die krause Fantasie gewisser Männer. Darf ich? Ja, aber was soll ich jetzt tun? Na, mit dir reden. Aber nicht mit dem Hut auf dem Kopf und der Türklinke im Rücken. Sie können zum Reden gerne hierher kommen. Auf Wiedersehen. Darf ich mich fürs Erste bedanken? Übernehmen Sie sich nicht. Ich nehme an, wir sehen uns noch einmal. Ich bin ganz sicher. Nicole? Ja, pass auf, er ist auf dem Weg zu dir. Wenn er jetzt kommt, dann sei ganz leise, ganz traurig, nicht hysterisch, nur ganz leise, sagst, ja, Papa, nein, Papa, ja, Papa. Und dann lässt du ab und zu mal eine Vase fallen. Was, kannst du nicht? Dann leg einen Zettel auf den Tisch. Text, verzeih mir, Papa, aber ich kann nicht mehr oder so ähnlich. Und dann gehst du zu Lilo. Ja, verstanden? Gut, bis dann. Tschüss. Nein, nein, Sandy, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Warum glauben Sie, habe ich den anderen weggeschickt? Warum haben Sie mich dann nicht gehen lassen? Wollen Sie jetzt ein Kompliment? Oder sind Sie etwa eifersüchtig? Das würde mir nichts nützen. Woraus schließen Sie das? Ich kann mir kaum vorstellen, dass mich eine Frau faszinierend findet. Das hat der Typ auch gar nicht nötig. In den verliebt man sich. Na ja, der Himmel sei meine Armseele gnädig. So, jetzt haben Sie sich verraten. Wieso? Mit Ihrem Hass auf uns Frauen. Ist nämlich gar kein Hass, ist Angst. Angst? Ja, machen wir uns doch nichts vor, Sandy. Sie träumen nicht nur von alten Frauen. Ich nehme an, Sie träumen auch von jungen Frauen. Und ich wette, die bringen Sie nicht um. Ich bin auch nur ein Mann. Und zwar in einem Zustand... Miss Lilith. Haben Sie noch nie davon gehört, dass Männer in diesem Zustand gemeingefährlich sein können? Was? Oh, ich kann Ihnen da Geschichten erzählen. Hier, der Vater von Nicole zum Beispiel. Jetzt ist er Millionär in Genf, aber früher war er in dem gleichen Zustand wie Sie. Passen Sie auf, ich erzähle es Ihnen. Er blickt irgendwo in Norwegen, Trondheim hieß das Nest, junges Mädchen, verliert den Kopf. Signe, so hieß das schöne Kind, sagt ihm, das Baby kommt, er verliert die Nerven, gibt Check, entfleucht. Signe auch, mit Check, er glaubt mit Baby. Ah, Sandy, Liv. Verstehen Sie das Melodram vom Mann, der seit 20 Jahren seine große Jugendsünde mit der Herstellung von Kunstdüngern kompensiert, nacheinander vier Frauen verschlingt und seine Tochter abstellt in einem Internat, auf das es ihr nicht so ergehe wie einstmals Klein Signe? Ja, woher wissen Sie das alles? Na, von Nicole. Aber ob man allerdings für ihn noch was tun kann, das weiß ich nicht. Aber für Sie, Sandy, ist es noch nicht zu spät. Wieso? Na, Sie können noch alles haben. Frau, Kinder. Und was man so braucht. Familie eben. Familie? Meine sämtlichen Vorfahren waren Junggesellen. Junggesellen? Sämtliche Vorfahren? Das muss ja wie ein Fluch sein. Bei den alten Griechen, glaube ich, hat es das schon mal gegeben. Aber die haben das auch gelassen. Orest, glaube ich. Ja, Orest hieß der Knabe. Der war viel schlimmer dran als Sie. Ach, Sandy. Wie wär's, wenn ich Sie mal bekannt machen würde mit einem netten, normalen, anständigen jungen Mädchen? Nein, bitte. Na, warum denn nicht? Weil mich das sehr belasten würde. Wenn Sie wüssten... Ja? Was zum Beispiel Sie mich kosten an psychischer Kraft. Ich? Och, wir sehen uns doch so selten im Flur mal, oder? Ja, aber ich höre Sie immer über mir, jeden Schritt. Ach, bin ich Ihnen zu laut? Nein. Na, dann weiß ich... So. Wundert Sie das? Nein. Zugegeben, ich habe manchmal jugendlich gefehlt. Sie gefehlt? Das Ärgste weiß die Welt von mir und ich kann sagen, ich bin besser als mein Ruf. Weh diesen Maurice Donalds draußen. Von
von denen einst die Welt den Ehrenmantel zieht, womit sie gleisend ihre Lüste decken. Regierte Recht, so legen die vor uns im Staube jetzt nicht wir in ihren Betten. Das war wieder die Stuart, ein bisschen progressiv interpretiert. Naja, jedenfalls habe ich jetzt den Faden verloren. Ach, Sandy, denken Sie doch daran, dass es irgendwo, ich meine, ganz in Ihrer Nähe jemanden gibt. Ich meine, eine Frau, die gerne etwas für Sie tun würde. Miss Lilith, das wäre unmöglich für Sie. Ach, jetzt hören Sie doch bitte auf mit der fixen Idee, dass Sie für jedes weibliche Wesen eine Zumutung sind. So schlimm ist das gar nicht. Trotzdem. Ist das ein Angebot? Na, selbstverständlich ist es ein Angebot. Nein. Doch. Wir leben zusammen in einem Haus. Tür an Tür. Da hilft man sich doch mal gegenseitig. Ach, was glauben Sie, wie oft ich der lieben, guten Mrs. Peterson geholfen habe, hier einen Umschlag gemacht habe oder einen Tee, wenn es ihr schlecht ging. Warum soll ich Ihnen nicht helfen, wenn es Ihnen gut geht? Das ist ein Unterschied. Na, das hoffe ich doch wohl auch. Bitte, ich muss jetzt wieder an meine Arbeit. Vielen Dank und entschuldigen. Sandy? Also wieder an Ihre Arbeit. Ja. Ich habe da nämlich einen ganz bestimmten Verdacht. Welchen Verdacht? Sie sollen sitzen bleiben, dass Ihr Komplex irgendwas damit zu tun hat. Womit? Na, mit dieser Arbeit. Sandy, was treiben Sie da unten in der Werkstatt? Ich experimentiere. Chemische Analysen. Ach, wollen Sie es mir nicht sagen? Bitte geben Sie mir jetzt meinen Mantel. Sie sollen sitzen bleiben. Sandy, ich habe Sie letzte Woche mal um ein Fleckenwasser gebeten. Da gaben Sie mir ein weißes Pulver. Ich solle es mit Wasser verdünnen, dürfe aber keinen Würfelzucker hineintun. Kohlenhydrate. Kohlenhydrant. Ich habe es aber doch gemacht. Im Waschbecken. Und zufällig fiel eine Zahnbürste hinein. Und wissen Sie, was passierte? Ich hatte es Ihnen verboten. Sie war weg. Und das Wasser blieb. Ich habe sowas noch nie erlebt. Eine Flüssigkeit, in der sich alles auflöst, ohne Rückstände, in Sekundenschnelle. Also? Also, dann wissen Sie es jetzt. Es ist meine Entdeckung. Ja, und? Warum halten Sie die so geheim? Bitte lassen Sie mich jetzt gehen. Moment. Letzte Woche war ein Polizist da und hat Sie nach Ihrer Anmeldung gefragt. Da sind Sie ganz blass geworden. Ist Sandy Brown Ihr richtiger Name? Warum leben Sie nicht zu Hause in Texas, ha? Ist Ihnen mit diesen Experimenten mal irgendwas schiefgegangen? Nein. Werden Sie gesucht? Von einer Frau? Von Millionen. Oh. Bitte, wenn ich unhöflich war. Bitte gehen Sie, gehen Sie! Was soll ich denn jetzt noch tun? Ich habe doch alles getan. Ich habe mich Ihnen angeboten. Was soll ich denn jetzt noch tun? Wenn Sie mir bitte zumachen würden. Oh. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Ach, Hilfe, Hilfe! Glauben Sie, eine Frau tut das alles nur, um einem Mann zu helfen? Nein, für karitative Zwecke wäre mir dieser Einsatz zu hoch gewesen. Was soll das heißen, Sie? Ja, Mr. Brown. Sie lieben mich? Das soll es heißen. Nein, das ist nicht wahr. Doch, doch. Bitte, jetzt gehen Sie. Ich bin ja auch nur eine Frau. Sandy. Ja. Warum weinst du? Ich freue mich. Moment. Moment. Oh. Ja, was? Mein Arm. Ja. Stude Lilith? Oh, der liebe, gute Monsieur Donald. Was? Ein Zettel auf dem Tisch. Na, das ist ja seltsam. Nein, 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 da passiert überhaupt nichts. Warten Sie einfach. Ja. Ja, da wissen Sie was? Sie kommen zu mir hierher zurück, ja? Gut. Also dann bis gleich. Gut. Ja, wiedersehen. Wo ist Sandy? Ja. Moment, nein, ich muss noch mal telefonieren. Nicole? Ja,
Er hat den Zettel gefunden, ist wütend. Nein, nein, keine Angst. Er ist auf dem Weg zu mir. Ich rufe dich danach an, ja? Also, schön. Gut, bis dann. Tschüss. Ich komm, die Mama. So, und jetzt wieder zu dir und deinem komischen Komplex. Also, du sagst, du wirst verfolgt. Von Frauen. Ganz besonders von Alten. Ja. Und seit wann hast du dieses Gefühl? Es ist kein Gefühl, ich weiß es. Und seit wann weißt du es? Seit dir es wissen. Seit wer was weiß? Schau. Schau, was? Ich habe in der Zeitung ein Inserat aufgegeben. Freiwillige gesucht. Ja, aber doch nicht, um sie verschwinden zu lassen. Doch. Und da sind gleich die Frauenverbände gekommen und haben mich verjagt. Na, das darf ja wohl nicht wahr sein. In ein Ehrenhaus wollten sie mich sperren. Aber du wirst mich doch nicht verraten. Nein, nein, Sandy, aber warum willst du uns denn alle verschwinden lassen? Oh, es geht schneller und ist wirtschaftlicher und hygienischer als alle bisherigen Verfahren. Sogar die Restflüssigkeit kann man noch verwerten. Sie enthält hochwertige pflanzliche Nährstoffe. Aha. Mhm. Und wer hat dich denn auf sowas gebracht? Mein Vater. Der Vater. Gut. Ich glaub mir, Lilith, es ist alles nur ein Vorurteil, so wie es mal war. Gegen die Eisenbahn und das Auto und das Flugzeug. Ich weiß, es wird mein Lebenskampf sein, die neue Bestattungsmethode durchzusetzen. Und es wird mir dabei nicht besser ergehen als meinen Vorfahren. Moment mal, stopp! Sagtest du eben Bestattungsmethode? Ja. Oh. Siehst du, mein Großvater hat das erste Bestattungsinstitut in Texas gegründet. Man hat ihn aus der Kirche ausgestoßen. Mein Vater hat die Feuerbestattung eingeführt. Man hat ihm das Haus angezündet und ja, und bei mir, da sind es die Frauenverbände. Wundert es dich, dass ich sie hasse? Nein. Nein, es wundert mich überhaupt nichts mehr. Ach, Sandy, jetzt brauche ich aber erst mal einen Cognac. Du auch? Ja. Ach, das Ganze war natürlich ein Missverständnis. Ich habe nichts gegen den Fortschritt. Und deine Methode mag auch sicherlich etwas für sich haben. Na, und wenn du meine Freiwillige brauchst, mich kannst du selbstverständlich haben. Danke. Bitte. Schade, schade, dass du noch so jung bist. Sandy! Doch. Es wäre wirklich sehr schön gewesen, wenn ich gerade mit dir hätte eröffnen können. Das wird nämlich ein großes kulturhistorisches Ereignis sein. Ich muss dir ein Buch bringen, geschrieben von meinem Onkel. Er beweist darin, dass wir eine ganz neue Epoche des Totenkults einleiten. Ja, aber... Vor allem sind wir weit umweltfreundlicher als die Beerdigung. Denk an das Grundwasserproblem. Oh, der Gedanke allein macht mich schon frösteln. Das ist doch nur Gewohnheit, ob man von seinem Leben etwas in der Urne aufbewahrt oder in der Flasche. Mein Bruder ist Dozent für Formgebung und er hat schon eine Kollektion sehr ansprechender Armflakons entworfen. Ja, trotzdem, trotzdem. Ich kann mich nicht damit abfinden, irgendwann mal in einer Flasche abgefüllt zu werden. Und mit dem Rest gießt man womöglich die Rosen im Garten. Sandy, bitte, bitte, lass die Tomate. Ich kann das jetzt nicht sehen. Warum? Es ist der Weg, den wir bei wachsender Bevölkerung ohnehin gehen müssen. Aber warum musst du es denn ausgerechnet du? Mir ist nun mal zusammen mit meinem Onkel das entscheidende Experiment gelungen auf diesem Gebiet. Großvater, Vater, Onkel, Bruder. Mhm. Wir sind seit Generationen alle im Bestattungsgewerbe tätig. Dann ist das gut, wenn das alles mal in andere Hände übergeht. Bringt im Traum die gute Mrs. Peterson um. Na komm, weil mir als abschließendes Experiment noch der Versuch im Objekt fehlt. Aber was bedeutet schon ein Traum? Dich habe ich auch schon. Verschwinden lassen? Mhm, mehrmals. Sogar mich selber. Aber sich selbst zu bestatten, ist doch mehr als pervers. Ein Traum. Ja. Aber das andere, letzte Woche, das war kein Traum. Was war da? Da hast du mitten in der Nacht auf der Treppe gesessen, splitterfasernackt, mit einem Reagenzglas in der Hand und hast mich nach Mrs. Peterson gefragt. Wirklich? Mhm. Dass es schon so bedenkliche Symptome gibt, wusste ich nicht. Nein, aber jetzt weißt du es. Ja, was sollen wir jetzt tun? Ich weiß nicht. Es müsste dir etwas Außergewöhnliches passieren. Etwas, was dich total aus der Bahn werfen wird. Ein Schock! Sonst bringst du am Ende noch mich oder Mrs. Peterson um. Mrs. Peterson, das ist gut. Du hör mal, die hat heute furchtbare Rückenschmerzen. Ich muss unbedingt mal nach ihr sehen. Ich zieh mir nur was anderes an.
macht man die Analyse von Liebe und Chemie. Da kriegt man kalte Füße und sagt sich niemals nie. Und denkt man an Symbiose von Chlor und Lustgewinn, dann spürt man's in der Hose. Nein, das hat keinen Sinn. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Lilith eingestellt, denn sie ist meine Welt und sonst gar nichts. Doch nein, das geht nicht, weil man mich nicht kaufen kann. Das ist die Hölle für den Mann und sonst gar nichts. Ich lass verschwinden, was zum Sklaven macht. Und schon beim Duschen hätt ich sie umgebracht. Heute ist es schlimm und morgen wird wie gestern sein. Ich lass mich auf gar nichts ein, auf rein gar nichts. Nein, Sandy. Morgen wird nicht sein wie gestern. Warum nicht? Ich war gerade bei Mrs. Peterson. Sie ist nicht da. Ja, heute ist Sonntag. Sie wird auf dem Friedhof sein. Ja, da wird sie wohl sein. Sandy, ich hab dir doch gesagt, wie ich dich neulich auf der Treppe angetroffen habe, als du mich nach Mrs. Peterson gefragt hast. Ja, splitternackt, entschuldige. Nein, darum geht es doch jetzt nicht. Du hast heute Nacht wieder nach Mrs. Peterson gesucht. Und diesmal hast du sie gefunden. Splitternackt, das ist mir wirklich sehr peinlich. Ich würde mich sofort bei ihr entschuldigen, aber was soll ich ihr sagen? Du kannst nichts mehr zu ihr sagen. Bitte verlier nicht die Nerven. Denn du hast heute Nacht... Wer war's? Mrs. Peterson bestattet. So ein Unsinn. Wie kann ich Miss Peterson bestatten? Sie lebt ja noch. Nein, nein, ich war gerade bei ihr. Die Wanne ist voll. Ja, sie wird gebadet haben und vergessen, das Wasser abzulassen. Nein, das konnte sie nicht mehr. Neben der Wanne war eine Büchse mit weißem Pulver und daneben ein angerissenes Paket Würfelzucker. Lilith? Ja? Lilith, wenn das nicht stimmt, wenn das nicht stimmt, das wäre ein Scherz, der ginge zu weit. Bitte, bitte, verlier jetzt nicht die Nerven, bitte. Ungeheuer, Mord in der Badewanne. Sowas hatte ich noch nie. Hoffentlich glaubt das wenigstens. Armer Kerl, aber muss ihm helfen. Und da ist der andere auch schon wieder. Furchtbares Schicksal, grimmig schleuderst du von einem Schrecknis mich dem anderen zu. Sie gab's nur einmal, sie kommt nicht wieder. Es gibt für sie nun kein Comeback. Dass sie gebadet, hat ihr geschadet. Nun ist die Peterson für immer weg. Sie gab's nur einmal, sie kommt nicht wieder. Hab ich's gewollt, hab ich gedöst. Schon nach Sekunden war sie verschwunden. Die Arme war noch nie so aufgelöst. Es tut mir leid, dass ich Sie noch mal stören muss. Mich stört daran nur, dass es ihm leid tut. Hier, liegt auf einem Tisch. Verzeih, Papa, ich kann nicht mehr. Was soll das heißen? Verzeih, Papa, ich kann nicht mehr. Na ja, sie wird den Sinn des Lebens verloren haben. Ich verstehe das nicht. Hatten Sie auch solche Anfälle? Mit 17? Viel schlimmere. Wie lange hat das bei Ihnen gedauert? Ja, das kam auf den Friseur drauf an. Friseur? Ja, jede Frau geht zum Friseur, bevor sie sich umbringt. Mein Gott, du setzen Sie sich doch hin. Sonst hänge ich Ihnen eine Serviette über den Arm und bestelle mir bei Ihnen ein Erdbeereis mit Sahne. Ist das Ührchen kaputt? Nein, ich muss eigentlich um 5 in London sein. Um fünf in London? Das geht doch gar nicht mehr. Ach, natürlich. Sie haben ja ein Flugzeug. Ach, das muss ja ungeheuer sein. Was? Na, fliegen mit der eigenen Maschine.
Seien Sie froh, dass Sie so ein Ding nicht brauchen. Ich träume von so einem Ding. Seit ich's habe, träume ich von einem Fahrrad. Genügt fürs Erste ein Kaffee? Ich hol einen. Wenn ich einmal arm wär, hätte ich Löcher in den Socken, ein einziges Hemd. Konferenzen wären mir dann fremd und ich ginge ungekämmt. Wenn ich einmal arm wär, läge ich mit ner Flasche Wermut quietschvergnügend auf einer Bank. Ich wär nie mehr Herz- und Magenkrank, sportlich fit und kräftig wie ein Schrank. Ich spreche mit den Blumen und pfiffen allen schnellen Bienen hinterher. Und einen Kursverfall nehme ich nicht schwer. Ich hätt kein Auto, keine Yacht, keine Jet und für den Status kein Symbol. Besitz strengt an, ich fühl mich endlich wohl. Ich pumpte mir drei Macht und bettelte die armen, reichen Leute einfach an. Und der Terminkalender wäre kein Tyrann. Ich klaute was zu essen in einem stinkfeinen Luxusrestaurant. Ich wär im Sinn des Wortes ein Bon Vivant. Hier, Pulverkaffee. Mit Zucker? Oh, natürlich nicht mit Zucker, natürlich nicht. Danke. Ohne. Ja. Ist interessant. Sie träumen also von einem Fahrrad. Naja, ein reicher Mann ist ein armer Mann mit viel Geld. Oh, nasses. Der alte Ari. Ja, aber ich träume davon. Einmal. Nur einmal fliegen mit der eigenen Maschine. Und dem eigenen Piloten neben sich. Und dem zu sagen, oh bitte, jetzt fliegen Sie mal nach rechts. Und jetzt nach links. Und jetzt bitte schön mal geradeaus. Und dann fliegen wir nach Rom. Nein, besser nach London oder Paris. Und da lehne ich mich zurück und schlafe. Wache erst wieder auf bei der Landung durch das Gehoppel. Das ist nämlich auf einem wunderschönen Feld. Zwischen zwei wunderschönen Bergen. Wenn ich mich damit bei Ihnen revanchieren kann, stelle ich Ihnen gern meinen Vogel zur Verfügung. Und den Piloten auch. Ach, selber fliegen können Sie wohl nicht? Natürlich kann ich fliegen. Landen auch? Man sagt immer, Fliegen ist so kinderleicht und Landen so schwer. Sind Sie noch nie abgestürzt? Dann säße ich nicht hier. Richtig, richtig, richtig. Die Nicole hat mir erzählt, dass Sie viermal verheiratet waren. Wie kommen Sie jetzt darauf? Na ja, weil Sie sagten, Fliegen ist so kinderleicht und Landen so schwer. Und dass Sie noch nie abgestürzt sind. Na ja, das waren nur Bruchlandungen. Ach, haben Sie noch nie gehört von Mädchen, die sich für ein paar Tage mal verwöhnen lassen wollen von einem netten, reichen Mann? Zu diesen Mädchen gehören Sie nicht. Oh, warum nicht? Weil Sie das nicht nötig haben. Sie sind gescheit genug, einen Mann zu finden, der Sie für mehr als drei Tage mitnimmt. Ach, vielleicht bin ich gescheit genug zu wissen, dass mehr als drei Tage zu viel sind. Aus Ihnen wäre ich nicht klug. Sie reden so vernünftig wie andere Frauen, wenn Sie was ganz Teuflisches im Sinn haben. Sie halten mich also für ein Biest? Ja. Och, warum? Na, die Angelegenheit liegt schon lange zurück. Und deshalb kann ich es Ihnen sagen. Ich kannte da ein Mädchen, das in allem sehr große Ähnlichkeit mit Ihnen hätte. Ach, und dieses Mädchen war ein Biest? Dieses Mädchen war kein Biest. Verzeihung. Es ist kein Zweifel möglich. Ich muss es gewesen sein. Mein Pantoffel lag direkt Sandy, neben der... Sandy, darüber können wir doch jetzt nicht reden. Warum nicht? Auf
diese Weise könnten wir einmal erfahren, wie ein Unbeteiligter urteilt. Wissen Sie, ich habe heute Nacht... Er hat heute Nacht einen Unfall verursacht. Ja, ich habe heute Nacht... Aber genaues weiß man nicht. Ja, und dabei habe ich Sie... Sie stand plötzlich vor ihm. Und wie das eben so geht, da lag sie drin. Wer drin? Wo drin? Wer drin? Wo drin? Na, im Wasser natürlich, ja. Das Ganze hat sich am Wasser abgespielt. Ha. Vielleicht ist er auch selbst reingehopst vor Schreck. Ja, möglich. Dafür soll er jetzt ins Gefängnis. Welche Strafe würden Sie mir zumissen? Ich könnte mir vorstellen, dass man Ihnen mildernde Umstände zubilligt. Vielleicht komme ich auch in ein Irrenhaus. Auf jeden Fall wird die Trennung zu einem Prüfstein unserer Gefühle. Ach, Sandy, so weit sind wir doch noch gar nicht. Und mit dem anderen sind wir doch noch gar nicht sicher. Ja, du hast recht. Wir sollten erst Gewissheit haben. Weißt du, ich werde jetzt eine Probe entnehmen und analysieren. Vielleicht ist der Stöpsel nicht dicht und am Ende läuft sie mir noch ab, bevor ich sie ausgewertet habe. Ich bringe dann sofort den Bescheid. Ja. Sie haben gemerkt, hm? Er ist ein bisschen... Ein bisschen? Ja, aber dafür ist er ein Genie. Ja? Ja, das glauben Sie nicht. Das kann ich Ihnen aber beweisen. Er hat ein weißes Pulver erfunden, das in Verbindung mit Wasser alles auflöst, ohne Rückstände, in Sekundenschnelle. Ist doch barer Unsinn. Mm-mm. Der Trick, es muss Würfelzucker hinein. Würfelzucker? Och, was glauben Sie, was wir schon alles aufgelöst haben? Berge von altem Zeitungspapier. Die alte Kaffeemaschine mit Filter. Die Schreibmaschine mit Farbband. Hier, den zweiten Puff haben wir aufgelöst. Mademoiselle Lilith, warum spielen Sie mir diese Komödie vor? Komödie? Ja. Wenn Sie Mr. Brown Assistentin sind, dann wissen Sie, dass mich als Hersteller von Düngemitteln ein solches Verfahren, wenn es das gäbe, mehr als interessieren müsste. Oh, dann hatte ich überhaupt noch nicht gedacht. Nein, wirklich nicht. Na, hören Sie mal, was haben wir denn mit Düngemitteln zu tun? Na, womit haben wir das zu tun? Wir arbeiten an einer neuen Bestattungsmethode. Oh, das darf ich Ihnen ja gar nicht verraten. Jetzt, wo ich weiß, dass Sie diese Erfindung mehr als interessiert. Nein, hier interessiert mich im Moment nicht mehr als die Adresse von meiner Tochter. Aha. Ja. Bitte? Danke. Ich habe Sie überschätzt, Monsieur Donald. Sie haben sich überschätzt, Mademoiselle Lilith. Ah! Der Hut. Bitte. Nicole? Ja, er ist auf dem Weg zu euch. Du, pass mal auf. Du gehst jetzt zu dir nach Hause. Aber Lilo soll ihm sagen, du seist auf dem Weg zu mir. Ja. Ja, ich brauche ihn noch mal. Tschüss. Oh, ist das heute wieder ein Sonntag? Schon zum Frühstück. Zwei Männer. Ja, das ist heute ein Tag, wie ich ihn gerne mag. Mit Männern ist es kompliziert. Erst hat man keine da, da steht alleine da. Und plötzlich kriegt man zwei serviert. Zum Frühstück zwei Männer, ja, das ist eine Wucht. Ich mag den Düngemittelknaben. Er macht auf seriös, hoch, ich weiß doch, was er sucht. Und was er braucht, der soll es haben. Ja, den krieg ich schon zum Frühstück zwei Männer. So ist man ausgebucht. Oh nein, da quält mich kein Komplex. Der Sandy ist ein Treuer und Donald ist mir teuer. Zum Frühstück zwei Männer für Kontostand und... Na, Sie wissen ja schon. Seltsam. So sehr ich alte Frauen hasse, aber jetzt, nachdem sie ein so unglückseliges Ende gefunden hat, tut sie mir fast ein bisschen leid, das gute alte Mütterchen. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ja, was soll man dazu noch sagen? Du könntest wenigstens einen Cognac nehmen zur Beruhigung. Ach, danke, ich bin ganz ruhig. Aber ich habe erst ein halbes Brötchen gegessen und eine Tomate. Ich bin immer zu gestört worden. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht, ich meine, du willst doch nicht etwa frühstücken. Du, es ist inzwischen Mittag geworden und ich habe auf einmal großen Hunger bekommen. Darf ich nicht? Ja, dürfen schon, bitte sehr. Mhm.
Sag mal, hast du denn überhaupt gar keine Angst? Hm? Ich meine, wegen Mrs. Peterson. Wieso? Sie ist doch tot. Wie soll sie Angst verbreiten? Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Als erstes die Polizei verständigen, sonst denken die am Ende noch, wir hätten was zu verbergen. Na, das haben wir doch auch. Weißt du, ich will diese Untersuchung ruhig den Fachleuten überlassen. Oh, du willst also alles durchstehen? Ja, es ist höhere Gewalt. Ja, aber dann wäre doch meine ganze, ich meine, das Ganze völlig ohne jeden Zweck. Also deine Aufregung hat wirklich keinen. Zumindest habe ich gehofft, befürchtet, dass das Ganze in dir einen Schock auslösen würde. Hm. Ich habe nicht den Eindruck. Auch nicht, wenn du daran denkst, dass das Ganze deine Lebensaufgabe werden sollte. Nun, die ist gelöst. Mrs. Peterson war der Test, der mir noch gefehlt hat. Ja, aber was sollen wir denn mit der Polizei hier? Das können wir doch alles selber machen. Nein, warum sollen wir diesen Leuten die Arbeit abnehmen? Schließlich werden sie dafür bezahlt, von unserem Steuergeld. Du willst also ins Gefängnis? Tja, es wird sich nicht vermeiden lassen. Irgendwann kommt die Polizei und verhaftet mich. Und ist eine Zelle frei, na dann sitze ich. Du, es wird mir jetzt erst klar, ein Verbrechen war mein Erfolg in ihrer Badewanne. Denn jetzt ist sie tot, ich Idiot, ausgerechnet Gefängnis. Auf mich wartet demnächst der Knast. Mir wird etwas bänglich, ich krieg lebenslänglich. Ich weiß nicht, ob mir das passt. Ich wollt nur experimentieren und analysieren. Doch jetzt komm ich ins Gefängnis. Dort werde ich ständiger Gast. Es sei denn... Ja? Lilith, ich habe eine Idee. Ja? Wir könnten den ganzen Unfall vertuschen. Das meine ich doch die ganze Zeit. Trotzdem, ich muss es mir überlegen. Da gibt's nichts zu überlegen. Doch. Weißt du, es ist schwierig zu erklären, aber wie ich vorhin da unten vor der Wanne stand, da war mein erstes Gefühl nicht nur die Freude über den Erfolg, dass Mrs. Peterson tatsächlich so ganz ohne Rückstände geblieben ist. Oh. Nein, da war auch noch etwas anderes dabei. So etwas wie, ja, Erleichterung. Erleichterung? Mhm. Weißt du, der Fortschritt im Bestattungswesen war für mich immer eine Art Berufung. Berufung? Mhm. So, ich muss noch die Ergebnisse meiner letzten Analyse eintragen. Ach ja, und ruf du bitte inzwischen die Polizei an. Aber bitte bring es ihnen schonend bei, damit es sie nicht so aufregt. Es ist immerhin ein Mord. Sandy, aber ich... Ach ja, und meine Resultate, die bringe ich dir zur Aufbewahrung für den Fall, dass mir etwas zustößt. Küsschen. Ja, Sandy, aber ich wollte doch nicht... Ist's möglich? Ist's kein Blendwerk, das uns täuscht? So nahe gibt es einen Freund und ich wähnte schon, verlassen mich von aller Welt. Der liebe Monsieur Donald. Ist meine Tochter hier? Nein, bitte? Ja, man sagt mir, sie soll hier sein. Ja, Moment mal. Warten Sie mal, nein. Aber der wird sie jeden Moment hier sein. Darf ich bitte? Ja, danke. So, und nun seien Sie doch mal ganz ehrlich. Sie haben doch noch nicht gefrühstückt. Nein. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Eine Zigarette? Nein, nein. Ein Cognac? Nein, wirklich nicht, danke. Mademoiselle Lilith. Ja? Sie lassen mich durch Lust und Laune gehen und kommen. Ach, kommen und gehen. Na ja, kommen und gehen. Ich habe das Gefühl, es hat etwas zu tun mit meinem Interesse in diese... An Sandys Erfindung? Ja, eine solche Erfindung gibt es doch nicht. Und wenn sie behauptet, diese Mr. Brown hätte es gelöst, hier unten, dann das wäre wie, ich weiß nicht, wenn ein Sextaner die Quadratur des Kreises bewiesen hätte. Ja? Stell dir vor, Sandy, er glaubt nicht, dass du hier alles verschwinden lassen kannst. Aha. Nur damit sie mich nicht für einen wissenschaftlichen Dilettanten halten. Ja, ja, zeig's ihm. Was nehmen wir? Vielleicht einen Bleistift. Ein Bleistift? Nein, nein, gucke mal, besser das da. Seine Krawattennadel. Oh, nein. Doch, warte. Moment. Selbstverständlich ersetzen. Na, glauben Sie es jetzt?
Sehen Sie, und so wie man diese Krawattennadel in diesem Reagenzglas verschwinden lassen kann, so könnte man sie in der Badewanne verschwinden lassen. Sollte man übrigens. Es ist genial, das alles aufzulösen. Was uns nicht passt. Und was man hasst. Man kommt schnell zu Rand mit allem Bösen. Was uns bedrückt und uns missglückt. Man kann durch so ein Tauchbad überwinden. Was in uns klemmt und uns verhemmt. Man lässt in etwas Flüssigkeit verschwinden. Was lästig ist und uns zerfrisst. Schulden, Krankheit und die Ehefrau. Formulare und den Autostau. Und Aggression und Korruption. Indiskretion und Protektion. Alles, was uns ärgert, wird im Nu verschwunden sein. Wird die Schwiegermutter zu Abiat, taucht man sie mal kurz ins Wasserbad. Die Konkurrenz. Die Impotenz. Die Prominenz. Die Kochvulenz. Das Rezept für die Essenz, nur Sandy Braun, der kennt's. Hier ist das Büchlein mit den analytischen Grundlagen für das Verfahren. Mhm. Und das wollen Sie ihr jetzt anvertrauen? Ja, auf alle Fälle, meine Resultate sollen nicht verloren gehen. Eben deshalb, Mr. Braun, wäre das Dokument viel sicherer, zum Beispiel in meinem Safe. Was hältst du von dem Vorschlag? Ja, merkst du denn nicht? Der Mann ist Düngemittelfabrikant. In diesen Büchlein stecken für ihn Millionen. Für Sie auch, Mr. Braun. Oh, was unterstellen Sie mir? Sandy, bitte, schmeiß ihn raus. Moment. Du unterstellst es ihm ja auch. Und deshalb stecken wir das Büchlein jetzt in dieses Kuvert und kleben es zu. Dann kommt niemand auf die Versuchung, darin zu lesen. So. Hast du inzwischen die Polizei angerufen? Nein, aber diesmal vergesse ich es bestimmt nicht. Warum kommen Sie nicht zu mir? Ich brauche Mitarbeiter von Ihrem Format. Nein, seien Sie mir nicht böse, aber Ihr Streit eben mit Lilith um mein Notizbuch hat mich etwas misstrauisch gemacht. Gut, Sandy! Ja, gegen dich genauso. Aber du wirst ja noch genug Gelegenheit haben, deine Redlichkeit zu beweisen. Hm? Da hätten wir also das Rätsel Ihres fürsorglichen Interesses an Mr. Braun und meine Tochter endlich gelöst. Sie glauben also im Ernst, ich hätte es nur auf Sandys Erfindung abgesehen. Sie wissen genau, dass es für ein Mädchen wie Sie viel leichter ist, eine solche Erfindung zu stehlen, als sie nachher zu verkaufen. Ah, Ihre Indizien gegen mich sind lückenlos. Schön. Können wir also zur Sache kommen? Ja, bitte, wie Sie wollen. Sie wollen also dieses Notizbuch unbedingt haben? Ja. Wollen Sie keinen Fantasiepreis nennen? Aha. Es gibt da nur eine Schwierigkeit. Welche? Ich will das Büchlein überhaupt gar nicht verkaufen. Mein liebes Mädchen, Sie haben bis jetzt ein phänomenales Geschick bewiesen. Aber wenn Sie glauben, auf die Weise mein Angebot hochschrauben zu können, dann sage ich Ihnen, so geht es nicht. Nein, ich will Ihr Angebot gar nicht hochschrauben. Sondern? Oh, dreimal dürfen Sie raten. Ein Haus an der Riviera? Nein. Ein Flugzeug? Nein. Soll ich Ihnen sagen, was ich will? Ja, bitte. Was ich wirklich haben will? Ja. Sie. Ja. Was? Sie will ich haben. Den guten, lieben Monsieur Donald. Nein, nicht so. Ihre Frau möchte ich werden. Ein Mann mit Geld, Darling, wie bestellt. Darling, unwahrscheinlich, wie mich Money fasziniert. Ich heirat reich, Darling, krieg dich weich, Darling, weil die Männer außer Geld nur eines interessiert. Geld gibt man aus, Darling, schmeißt man raus. Darling, warum braben Leute ihr Vermögen ein? Wenn ich es klar sehe, mit dir vorm Altar stehe, wird das ein Treffen mit der Weltgeschichte sein. Sie sind genauso verrückt wie Ihr Genie da unten.
Glauben Sie das wirklich? Nein, und deshalb möchte ich Sie warnen, meinen Geduld nicht weiter zu strapazieren. Also, ich gebe Ihnen, immer vors Gesetz diese Erfindung brauchbar ist, naja, sagen wir, 1 Million. Ja. Und damit können Sie sich alles kaufen. Ein kleines Flugzeug, eine Villa am Meer. Dreimal können Sie um die Welt reisen. Und in einem Jahr purzle ich die Leiter herunter, schneller als ich hochgeklettert bin. Oh nein, Monsieur Donald, ich möchte oben bleiben. Aber mit 1 Million in der Tasche und allein, das schaffe ich nicht. Sie sind noch viel klüger, als ich dachte. Jedenfalls so klug, um in Ihnen meine Chance zu sehen. Und darum, mein lieber Maurice, reiche ich Ihnen diese bezaubernde Hand zum Bund des Lebens. Nein, danke. Warum nicht? Sie werden eine bezaubernde Gattin bekommen, die am Tage repräsentieren kann, am Abend mit Ihnen spielt. Wir werden 30 wunderbare Stofftierchen im Schlafzimmer haben, den obligatorischen Rennstall und die Yacht. Nicht bei mir. Und natürlich nicht zu vergessen die vielen unartigen kleinen Kinderlein. Nicht mit mir. Wie kommen Sie auf solche Ideen? Vor einer halben Stunde? Vor einer halben Stunde hatte ich noch nichts anzubieten, außer mir selbst. Aber das ist jetzt anders geworden. Naja, leider. Leider? Soll das heißen, ich hätte ohne das gewisse Aussichten? Nein! Hören Sie auf mit diesem Unsinn! Ich will nicht! Ja, warum wollen Sie nicht? Weil ich das schon viermal erlebt habe. Die Rennstall und die bezaubernde Kinderchen und die Stofftiere im Schlafzimmer. Ich sage Ihnen, Elit, es ist die Hölle. Ich lebe erst, seit ich das hinter mir habe. Und was haben Sie noch vor sich? Ich erwarte nicht mehr so viel. Glauben Sie mir, ich mache mir noch Illusionen? Ja, warum wollen Sie mich dann? Na, ich könnte mich ja geirrt haben. Es könnte doch sein, dass hinter diesem Paket Wertpapiere noch etwas anderes steckt. Zum Beispiel? Ein Mann! Sehen Sie, genau so geht's mir mit Ihnen. Wer garantiert mir, dass hinter diesem interessante Geschäft doch nicht eine Frau steckt? Na, das kann Ihnen natürlich niemand garantieren. Nicht einmal ich. Das müssten Sie schon riskieren. Ich denke nicht dran. Ich habe schon einmal getan. Na und? War das so schlimm? Ach, war das das Mädchen, das kein Biest war? Das geht Sie nicht dran. Haben Sie das so heiß geliebt? Unvorstellbar heiß geliebt. Und mich hinterher unvorstellbar schlecht benommen. Nein, nein, das war damals der Totalausverkauf meinem sämtlichen Gefühl. Und seitdem gab es nichts mehr, was sich gelohnt hätte? Oh, und bei mir fürchten Sie, dass es sich wieder lohnt. Hm? Haben nur nicht die Courage, was? Da ich also mit meiner Höchstforderung nicht durchkomme, kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Was bieten Sie? Sie wären meine Frau. Was? Ja, ich habe ein Haus am Mont-Cenis. Dort gibt es alles, was man noch braucht, wenn man Rennstall, Yacht und Stofftiere hinter sich hat. Willst du mitkommen? Maurice, ich kann das nicht glauben. Jetzt sind wir noch nicht? Nein. Doch. Doch, aber ich habe Angst. Ja, wovor? Ich weiß nicht, dass irgendwas zwischen uns ist. Das ist zwischen uns und wird immer zwischen uns sein. Oh, Maurice, lass es uns doch zurückgeben. Wenn du meinst, es könnte auch im Weg stehen, bitte. Ja, aber du hast doch gesagt, du brauchst es. Der Fabrikant Donald braucht es. Aber der andere, den du noch gar nicht kennst, da war was ganz anderes. Du hättest mich also tatsächlich auch ohne das genommen? Das weiß ich erst, wenn wir zurückgegeben haben. Oh, Maurice, du gewinnst ungemein bei näherer Betrachtung. Und du auch. Mein Gott, wenn ich denke, vor einer Stunde. Und jetzt? Jetzt können wir eigentlich losfliegen. Ja, oh, Moment. Was ist mit Nicole? Nicole, ach Gott, ja. Die wird nach Haus gegangen sein, weil sie noch Angst vor dir hat. Fahren wir hin und holen sie. Gut, fahren wir. Ja. Nein, warten wir noch ein bisschen, ja?
5 Minuten noch, bitte, ja. Bitte, bitte. Noch 5 Minuten. Ja. Und dann könnte ich vielleicht, weißt du, ja. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Oh Gott, du Ärmster. Warte, ich hole neues Besteck. Und dann fliegen wir sofort los. Aber wohin? Nicht nach London. Natürlich nicht. Du willst mir jetzt unser Haus zeigen. An welchem See, hast du gesagt, liegt es? Mont-Cenis. Du, es ist ein Berg, kein See. Ja, aber ich meine, ein See ist doch wenigstens in der Nähe. Ja, doch, ein kleiner, unten, am Gletscher. Am Gletscher? Ja, aber die Riviera ist ja nicht sehr weit und wir werden ja nicht das ganze Jahr da oben sein. Naja, du schon und ich auch. Zumindest den Sommer über. Ich kann vor dort fast alles erledigen. Du, wir haben jetzt sogar Telefon. Jetzt? Mhm. Telefon? Oh, scheint ja ziemlich abgelegen zu sein. Oh ja. Über 3000 Meter hoch. Nur mit Schlitten erreichbar. 3000 Meter? Und kein Mensch weit und breit? Nur unsere 6 Bernardiner. 6 Bernardiner? Ultimo Paradiso. Es steht über der Tür. Das letzte Paradies. Ja, das ist wirklich das letzte. Und da werden wir wohnen? Ja. Und keine Zeitung gibt es dort. Kein Fernsehen. Nichts. Nichts. Absolut nichts. Ich meine, irgendetwas muss es doch da geben. Ich meine, irgendetwas gibt es doch überall. Nur unter dir der Wald und über dir der Schnee. Und sonst nichts. Freust du dich? Ja, entsetzlich. Was hast du plötzlich? Du bist plötzlich so... Ach, nichts, gar nicht. Natürlich können wir runterfahren, wenn du willst. Aber ich bin sicher, dass du das nicht mehr willst. Ach Gott, warum auch? Du, es ist wirklich dort oben das Paradies. Ja. Seit 8 Jahren. Ich trage die gleiche alte Hose. Das gleiche alte Jackett. Ich rasiere mich einmal im Monat. Einmal im Monat? Und wir haben dort eine Bibliothek. Mhm. Nur 12 Bücher. Ach. Aber ausgewählte Bücher. Der Hamlet ist da. Und die Bibel. Natürlich. Und Rabindranath Tagore. Oh, ein Freund. Ich habe alle diese Bücher mindestens 25 Mal gelesen. Nur? Mhm. To be or not to be. Das ist hier die Plage. Allein mit dir im Haus, ich freu mich riesig drauf. 3000 Meter über mir, endlich geht's mit mir bergauf. In der herrlichen Bergwelt, wir beide so ganz allein. Das einzige fühlende Wesen dort wird die Gletscherzunge sein. Ach, das könnte schön sein, im Häuschen mit Gletscher. Wir streicheln uns zärtlich mit den frostklammen Händen. Ach, das könnte schön sein, im ewigen Winter. Ach, mitten im Sommer tropft das Eis von den Wänden. Das ist richtig wundervoll. Eine Bitte habe ich allerdings. Sag von jetzt ab nicht mehr Lilith zu mir. Wie soll ich dich nennen? Nenn mich bei meinem richtigen Namen. Signe. Signe? Ja. Meine Mutter war Norwegerin, hieß Signe, hat mir ihren Namen gegeben. War Norwegerin und hieß Signe. Und dein Vater? Ach, weißt du, darüber rede ich gar nicht gern. Es ist nämlich wie in einem Groschenroman. Kleine Tänzerin, kriegt Baby, kriegt Check, Mann entfleucht. Und wo war das? Wo das war? Ach, wirst du gar nicht kennen. Irgendwo in Norwegen, kleines Theater. Trondheim hieß das Nest. Maurice, was hast du? Was ist los? Ist dir schlecht? Oh Gott, deine Hände sind ja ganz kalt. Der Kreislauf kommt von vielen Fliegen. Dieses Rauf und Runter bekommt ihr nicht. Warte, komm, ich geb dir ein Kissen. So, komm, leg dich schön hin. So, gib Küsschen. Nein. Oh, du musst dich aber in den nächsten Monaten sehr, sehr schonen. Aber bei uns da oben im Haus können wir ja nichts anderes als uns schonen. Oben der Wald, unten der Schnee. Unten der Schnee und oben der Wald. Alle 8 Jahre stricke ich dir eine kleine Hose und eine neue Jacke und unsere vielen Kinderlein. Moment mal. Einmal im Jahr muss ich ja runter.
Wo soll ich denn meine Kinder kriegen? Da oben, Mutterseelen allein? Ich bin doch kein Bernardiner. Na, bitte, 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 rede nicht mehr weiter. Na, was ist denn? Signe. Ja. Oh, wie du das aussprichst. So ganz richtig. So hat's eigentlich nur meine Mama zu mir gesagt. Signe, ja, hör mir zu. Ich höre ja. Was würdest du sagen, wenn ich... Wenn du... Ich meine, wenn du... Also wenn ich... Was würdest du sagen, wenn plötzlich... Dein Vater vor dir. Ach, der weiß doch nichts von mir und ich weiß nichts von ihm. Was wirst du so sagen oder tun? Ich würde überhaupt nichts sagen oder tun. Ich würde aufstehen, mich abwenden und ihn stehen lassen. Stehen lassen? Ja. Nein. Maurice, das darf nicht wahr sein. Du wärst, ich meine, ich bin, wir sind, nein. Nein, Maurice, nein. Alles könnte ich einem Mann verzeihen. Nur das nicht. Mir auch nicht? Nein, nicht einmal dir. Oh, Heinrich! Oh, Maurice. Mir graut vor dir. Jetzt brauche ich noch einen Cognac. Möchtest du auch einen? Ja, ja, danke. Weißt du, ich war damals 18. Ja, 18, aber schon ein Scheckbuch. Hier, bitteschön. Mein Gott, wie robust ist doch das menschliche Geschöpf. Wenn man daran denkt, in einer halben Stunde 1 Million gewonnen, wieder verloren, die große Liebe in den Arm gehalten, darauf verzichtet. Und morgen, morgen wird alles sein wie bisher. Als wäre nichts passiert. Meine Pläne, mein Studio, meine Miete. Ja. Singe. Ja. Bitte, versteh mich nicht falsch. Aber du weißt, ich bin nicht unvermögend. Und ich glaube, dass vielleicht zum Abschied. Na gut, wenn du unbedingt willst, schick mir vom Flugplatz eine Rose. Ah, gut, dass ich Sie noch antreffe, Monsieur Donald. Sie stellen Kunstdünger her, sagten Sie. Unter anderem, ja. Ich bin bereit, mitzuarbeiten. Die Idee einer intensiveren Befruchtung dieses Planeten fasziniert mich. Und Sie würden dafür Ihre Unterlage zur Verfügung stellen? Ohne die geht es nicht. Lilith, wo ist mein Notizbuch? Da, Moment. Du willst also nicht mit ihm weg? Nicht ins Gefängnis? Warum? Es besteht keine Veranlassung mehr. Ich bin nämlich inzwischen Mrs. Peterson begegnet. Ja? Ja, im Flur. Sie kam zurück. Vom Friedhof. Na, warst du nicht sehr erschrocken? Warum? Na, die muss dir doch vorgekommen sein wie ein Gespenst. Das war sie doch noch nie. Verstehe ich recht, Mr. Brown. Sie wollen weiterhin hier unten? Ja. Dann kommen Sie doch zu mir. Kriegen Sie Labors und ein... Team von Mitarbeitern. Wissen Sie, das ist es eben, was ich fürchte. Ich komme nur durch intensives Nachdenken zu brauchbaren Resultaten. Und dazu muss ich allein sein. Und hier bin ich das. Wolltest du nicht um 5 in London sein? Oh, ja, doch. Na, da musst du los, sonst kommst du zu spät. Vielleicht hast du Gegenwind. Sie kriegen sofort einen Vertrag von mir. Nicht nötig. Sie brauchen mich, ja. Grüß Nicole nochmal von mir. Hier, dein zweiter Pantoffel. Eigentlich wollte ich beide hinstellen. Mit einem, das war besser. Bist du also nicht mehr böse? Nein, warum? Ihr könnt doch alle sehr zufrieden sein. Donald hat meine Erfindung bekommen. Ich bin meinen Bestattungskomplex losgeworden. Und du? Und ich? Einem. Na, das. Das ist ja ein Vermögen für mich. Oh Gott! Ach, Sandy. Beinahe. Beinahe wäre ich wirklich mit ihm mitgegangen. Ja, ja, aber bald wiedergekommen. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn ich erst einmal aufgehört hätte und. Das wollte ich schon lange. Was denn? Aufhören zu spielen? Mhm.
Das kannst du nicht. Doch, doch, abtreten vom Gipfel des Ruhms, vom Schauplatz meiner Triumphe. Ja, ich habe mir den Gipfel anders vorgestellt und den Schauplatz auch. Aber heute war ich wenigstens auf meiner Bühne gut. Aber wenn ich an gestern denke oder an vorgestern oder sogar an morgen oder übermorgen. Ja, Sandy, manchmal möchte ich wirklich aufhören. Jetzt? Mitten in einer neuen Szene? Ach nein. Nein, ich spiele jetzt nicht. Ich spiele nicht. Ist mir ernst? Womit? Mit dir. Ich will dich haben. Und für wie lange? Ach, für immer. Das ist aber mir zu viel. Ja, aber vor einer halben Stunde... War das noch ganz anders, ja. Da hatte ich noch meinen Komplex. Und du warst ein Stück davon. Na, dann wäre ich doch aber selber schuld. Dass ich dich nicht mehr haben will, ganz recht. Und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Das ist doch alles... Deprimierend. Oh, deprimierend, deprimierend. Hier, im Telefonbuch habe ich 12 Adressen. Kann ich anrufen? Heute Abend bin ich verlobt. Ja, wenn du meinst. Aber bei dem schönen Wetter werden allerdings einige nicht zu Hause sein. Und tja, ich muss jetzt auch wieder gehen. Nein. Nein, Sandy, nein. Du kannst mich hier nicht allein lassen, mich hier so sitzen lassen wie ein armen Wurm, die nicht mehr kriegt den Mann, den sie will. Tja, das geht vielen Leuten so. Ich bekomme auch nicht das Mädchen, das ich möchte. Aber du liebst mich doch. Und ich dich. Glaubst du mir nicht? Hier, ich kann's dir beweisen. Lilith, ich begreife nicht, warum du deinen schönen Scheck zerreißen willst. Er stört mich keineswegs und... Dass du mich liebst, das habe ich auch nie angezweifelt. Ja, aber warum kannst du dann nicht mit mir leben? Weil du nicht so bist, wie ich dich will. Und wenn ich so werden würde? Dann wollte ich dich nicht mehr. Ich muss jetzt leider wieder an die Arbeit. Die Anpassung meines Verfahrens an die neue Zweckbestimmung wirft sehr schwierige Probleme auf. Nein, Sandy, nicht jetzt, mitten beim Frühstück. Bitte, Sandy, lauf weg, lässt mich hier stehen. Bitte, bleib Ach bei ja, mir. Ich brauche noch deine Größe, die Strumpfnummer. Ich brauche keine Strümpfe mehr. Warum nicht? Weil ich jetzt ein Bad nehmen werde, in Mrs. Petersons Badewanne. Oh, Moment. Ich habe mit einer Affekthandlung deinerseits gerechnet und das Wasser abgelassen. Schließlich brauche ich dich noch. Ja, wozu? Nur sonntags. Wenn ich keine Brötchen habe. So, du könntest aber doch von jetzt ab jeden Tag Brötchen von mir haben. Das ist mir zu viel. Davon werde ich dick. Verstehst du wenigstens das? Ja. Gut. Sandy. Wenn du keine Strümpfe willst, wie wär's denn mit Blumen? Rosen, Tulpen, ja? Vergiss mal nicht. Vergiss mal nicht. Hm. Ja. Und Sandy. Ja? Das Wochenende. Nur den Sonntag. Samstag und Sonntag? Also schön. Das Wochenende. Ah, Sandy. Den Mittwoch, ja? Nur nachmittags, hm? Bitte, hör auf, ich muss ja irgendwann auch mal arbeiten. Ist schon gut. Die 35-Stunden-Woche kommt ja doch.
Ah! Ah! Guten Morgen, Liebling. Es war nicht so schlimm mit dem Müllschlucker. Aber das nächste Mal kann sie wenigstens vorher anrufen. Jetzt habe ich wieder Lust, bin endlich ohne Frust und stelle mein Verfahren um. Der Junge ist ein Ass, an dem verdiene ich was. Und auch das Mädchen war nicht dumm. Zum Frühstück zwei Männer und jeder war ein Mann. Und auch der Scheck war ungeheuer. Bald ist's wieder Sonntag und ich bin wieder dran. Das war mein letztes Abenteuer, Gott sei Dank vorbei. Zum Frühstück zwei Männer, was wollte ich noch mehr? Und eigentlich war alles klar. Doch sieht man's analytisch, zu viel ist immer kritisch. Zum Frühstück zwei Männer. Zum Frühstück zwei Männer. Bleibt unlösbar.